Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ja, wir sind hier im Drachenschrein, aber ich gehe erst nochmal zurück, denn ich wollte wieder eine Folge machen, in der wir ein paar alte Sachen suchen. Und da haben wir zum Beispiel hier was vergessen. In der Lichtsteinbucht Zeldora, da gibt es wohl noch was zu holen. Ah, soll das irgendwo hier vorne in dem Gebiet sein? Okay, ich sehe schon. Okay. Einmal bitte zurück und... Danke. Lässt was droppen, sehr schön. Und zwar Dämmerungskraut. Und ich merke gerade nebenbei, dass ich mein Handy nicht auf lautlos habe. Was ich mal eben ganz schnell nebenbei mache. Okay, dann hake ich das wieder ab. Und wir gehen als nächstes Moment, hier kann ich noch was abhaken. Und gehen als nächstes ins Loch wieder. Da gibt es wohl noch Fackeln, die wir noch nicht haben. Und das Loch haben wir hier, ne? Genau. Gehen wir natürlich zum allerersten Leuchtfeuer. Und beziehungsweise nicht nur Fackeln, es soll... Mal schauen... zwei Fackeln soll es noch geben, ein Schmetterling und noch eine Rüstung. Ja gut, Schmetterling, das ist natürlich die Sache hier. Aber ich zünde erstmal unsere Fackel an. Und schaue mich auf jeden Fall gut um. Und etwas fallen lassen. Heftigen Handschuh. Okay, da kommt schon der nächste. Und noch einer. Können wir mal eben das Item hier aufheben. Dass der... Können wir nicht. Dass durch den Boden gefallen ist. Genau, und wegen dem Item wollte ich noch gucken. Hinten, was von der Mimik ist. Ob es jetzt vielleicht wieder da ist, aber wahrscheinlich nein. Gehe ich mal nicht von aus. So, dann gehen wir... Würde ich sagen, gehen wir da als erstes hin. Hier ist nichts. Gut, dass er eher zugeschlagen hat. Nicht, wo er schon hinter uns stand, wirklich. Sondern so, dass er uns nicht getroffen hat. Ein giftiges Wurfmesser. Ich kann ja mal von hier schauen. Das müsste ja da drin sein. Aber ich sehe... Ja gut, hier sehe ich gerade nicht viel. Ich kann mal von hier mich umschauen. Aber hier sehe ich auch nicht... Nicht wirklich viel. Ja, das war jetzt sehr schlau von mir. So, ihr kommt mal bitte hoch. Und man sollte nicht zweimal angreifen, wenn man nur auf einen zielt. Da haben wir noch ein giftiges Wurfmesser. Da ist der nächste. Nochmal ein giftiges Wurfmesser. So, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Pfütze... Ah, da vorne aus der Pfütze kommt der. Okay. Eine Groß-Titanitsche, aber auch okay. Nehme ich auch gerne und ja, ich sollte nicht irgendeine Scheiße machen, wie jetzt gerade schon wieder. Es sieht mir aber schlecht aus. Ja, da ist kein Item, eindeutig. Gut, aber es wurde schon geschrieben, dass mir jemand helfen möchte. Ich habe ihm, ja, jetzt sozusagen meine Steam-ID geschrieben, beziehungsweise... den Link zu meinem Steam-Profil und da warte ich im Prinzip jetzt darauf, dass er mich edit und dann kriegen wir die Rüstung wieder und die Flügellanze Blitz gab es da wohl auch. Ob wir die kriegen, weiß ich nicht. Die ist mir jetzt aber auch nicht wirklich so wichtig, da... Oh, ich wollte hier noch nicht runter. Da ist mir einfach... Ja, weiß ich nicht, so eine Flügellanze, die... damit will ich eigentlich gar nicht zocken. Und ich bin vergiftet. Ja, Arschlöcher. Gehen wir mal hier weiter. Achten nebenbei aufs Gift. Noch mal schön was trinken. Und heben die nächste Fackel auf. So, und einmal ihn hier wegholen. Und da kam der nächste runter.
Nehmen wir mal das giftige Wurfmesser auf und klatschen ihn weg. Ja, und bevor ich es vergesse, noch eine Frage an euch generell. Oh, der lebt gar nicht mehr. Ich dachte, der lebt noch. Zum Thema persönliche Geschichten, sage ich jetzt mal. Also es, ich hatte die Idee, einfach generell noch ein paar persönliche Sachen auch mal in meinen Let's Plays zu erwähnen. Was mir so passiert ist oder was ich so erlebt habe, war, keine Ahnung, irgendwelche interessanten Geschichten. Aber vielleicht interessante Geschichten für euch. Ich nehme mal Schild rein bei dem. Ja, hätte vielleicht auch nochmal blocken sollen. Und dann machen wir die Fackel hier wieder an. Allerdings jetzt nichts zu Persönliches, sondern nur so generell mal, um einfach ein paar Sachen zu überbrücken, wie jetzt zum Beispiel in Legion Plus oder wenn ich hier Sachen suche. Ich soll vielleicht... Wow! Ab und zu mal wieder nach oben schauen, ob ich hier irgendwo einen Schmetterling sehe, aber bisher sehe ich keinen. Ja, so generell, also so grob gesagt, einfach irgendwelche Stories, die ich finde, die interessant sein könnten für euch. Ich überlege immer noch, wo das ist. Oder wie man da hinkommt, eher gesagt. Und ob man da überhaupt hinkommt. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der Turm, wo die gerade runtergeklettert waren, ob man da irgendwie drankommt. Ja, giftiges Wurfmesser. Wir gehen aber erstmal weiter, bis die hier alle da sind. Eh Weihnachten. Und da habe ich keine Lust drauf. Gut. Okay, schauen wir mal. Hier irgendwo irgendwas sehen, aber es sieht schlecht aus. Da möchte ich gerade nicht drüber laufen. Ich weiß nicht, wo man da reinfällt. Häftlingshandschuhe und eine Fackel. Und noch eine Fackel. Jawohl. Dann wäre die Zeit gleich schon wieder drin bestimmt, bevor ich hier angefangen habe. Oh ja, nicht ganz erwischt. Aber okay. Okay, gehen wir mal, würde ich sagen. Ich dachte schon, dass da unten wäre ein Schmetterling gewesen. Gehen wir mal hier rüber. Und laufen besser nicht gegen den Pfeiler. Ja, diese Viecher, ja. Die mag ich ja. Okay. Aber die hier drin scheint auch nichts zu sein. Nö. Sieht mir nicht so aus. Ja. Nee, da möchte ich nicht runter. Da ist ein Loch. Okay, da kommt einer an. Der soll uns aber nicht weiter stören. Ach, da ist so ein Explosionstyp. Okay. Ja, dann komm mal her. Den ich ihn erledigt habe. Gut. Okay, hier scheint es auch nicht zu geben. Ich wäre fast noch in das Loch gerannt. Und hier ist auch nicht wirklich was. Ich vermute, die Fackeln, vermute ich, weiß ich schon, wo die sein könnten. Nämlich hier irgendwo hier die Leiter noch runter. Was aber ziemlich nervig sein könnte, die ganzen Wege noch abzugehen. Ansonsten... Hier irgendwo ein Schmetterling? Nee, oder? Nö. Eigentlich... Ich sehe zumindest gerade keinen. Nee, da drin ist auch keiner und auch keine Fackel. Bevor wir hier aber runtergehen, setzen wir uns ans Leuchtfeuer, reisen nochmal zurück. Was wir eigentlich gar nicht hätten machen müssen, also uns dran setzen. Wir könnten auch die Feder nutzen. Und gehen die anderen Wege noch. Jetzt muss ich überlegen, welche das waren. Es waren eigentlich nicht sehr viele. Ich laufe mal hier vorne ohne Fackel erstmal. Okay. Ja, und hier war es vielleicht nicht so schlau, ohne Fackel zu laufen. Ja. Den treffe ich nicht, wenn ich so doof um ihn rumlaufe. Okay. Aber hier ist weder eine Fackel, wie ich sehe, und noch ein Schmetterling. Irgendwo unten? Nee.
zerstören wir mal besser so. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Nö. Dann springen wir darüber. So, man sollte auch die Gegner treffen. Und zünden die Fackel wieder an. Da hinten ist noch so ein Krug. Ich gerade mal überlegen, wo das war. Das ist hier eins höher, ha? Ja, okay. Gut, ist hier irgendwo noch was zu sehen? Nee, eigentlich auch nicht wirklich. Mal hier runter. Nee, hier ist auch nichts. Okay, hier ist eine Fackel. Dann nehme ich hier auf jeden Fall mal eben Schild rein. Allein schon wegen diesem Scheißhund da. Ja genau, zerstören wir ein bisschen die. Ist immer gut. Ja, und der hat so einen blöden Schlag, den der uns auch trifft, wenn wir an seiner Seite stehen. So. Schaut unten. Ja, ja gut, ne? Du bist jetzt kein Problem. Hier ist auf jeden Fall keine Fackel und vermutlich kein Schmetterling, nee. Ja, stehen wir jetzt alle auf, da noch. Und der andere dürfte oben sein. Den wir da noch gehört haben. Da ist er, ja. Ja. Hm, danke. Springt gerade runter. Oh. Okay. Giftiges Wurfmesser. Und er kommt hier die Leiter hoch. Ja. So. Danke für die Anstrengung, aber hat dir nicht viel gebracht. Gut, dann gehen wir noch ein Stockwerk höher. Schauen uns hier noch um. Ach. Immer die so knapp am Abgrund herlaufen, das liebe ich ja nicht. Hier außen. Wow. Okay, das bricht weg, gut zu wissen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich fast draufgerannt, wenn ich mich nicht oder wäre voll draufgerannt, wenn ich mich nicht umgeschaut hätte. Nee, hier ist nichts mehr, okay. Nee, gut, dann würde ich sagen, es müsste ja jetzt soweit alles gewesen sein. Hier oben. Hoffe es. Ich vermute, ja. Ich glaube schon, dann gehen wir nämlich drüben hin. Und schauen uns da um. Mittleres Loch. Und mal schauen. So, Fackel. Immer mitnehmen. Definitiv. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir es da unten schon ausgeleuchtet haben. Ich glaube, so gut wie gar nicht. Würde ich sagen, fangen wir mal ganz systematisch hier vorne an. Und einmal runter. Und mal umschauen. Sieht nicht aus, als ob es hier jetzt gerade was gäbe. Da könnte noch eine Fackel sein, ja. Das ist noch eine. Danke. So hatte ich es eigentlich nicht geplant, aber okay. Okay. Müssen wir mal schauen, welche leichter das ist. Und da drüben ist noch eine Fackel. Kommen wir da natürlich nicht. Da müssen wir wohl runtergehen. So. So. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Und eine Fackel und giftiges Wurfmesser. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass man von unten ja komplett hochkommt. Ich denke eher nicht. Also den Schmetterling finde ich aktuell nicht, aber
Mal schauen. Wir können ja hier mal die Leiter hochgehen. Und schauen, wo wir hier hinkommen. So. Da einmal sterben. Kommen wir auf jeden Fall noch höher. Und hier ist eine Fackel. Okay. Da unten ist die. Dann machen wir die jetzt mal an. Schauen uns hier nochmal um. Aber... Also ein Schmetterling sehe ich trotzdem nicht. Ich gehe mal... hier rüber. Und wieder hoch. Kommen wir denn da eigentlich... raus? Da kommen wir da drüben hin. Okay. Ist gut zu wissen. Nee. Nee. Nö. Nö. Vielleicht liegt da drüben drin noch ein Item in der Vase, aber... zweifle ich gerade. Und gehen wir mal hoch. Und das bedeutet, das müsste doch jetzt hier hinten sein. Eigentlich. Das hier müsste es theoretisch... genau. Das sieht doch gut aus, aber da ist nichts drin, sehe ich jetzt schon. Nee. Nichts. Dann springen wir hier drauf. Fallen bitte nicht runter. Hier drauf. Wir rutschen hier mal die Leiter runter. Und... ach ja, die Teile. Haben wir noch irgendwas, um die Kappe zu werfen? Ich gehe mal hier drüber. Hexerei-Urne. Komm. Noch. Gut, dann einmal wieder rauspacken. Und hier rüber. Schauen wir mal. Sehen wir von hier irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Nee. Nee, sieht nicht so aus. Hier vorne kommen wir ja schon in die Schlucht rein, also... nee, habe ich nicht gefunden. Zwei Fackeln habe ich gefunden, okay, aber das Item, also die Rüstung und den Schmetterling nicht. Also könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wo er jetzt genau ist. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich schaue nochmal eben oben oben nach. Ob hier irgendwo... ne, hier ist aber nichts aufgetaucht. Okay. Dann... oh, ihr könnt mal gerne... ich weiß jetzt nicht, ob ich's gemacht habe. Ich hake es erstmal ab, die Lichtsteinbucht, ob wir da schon alle Fackeln gemacht haben. Und ansonsten fehlt nur noch in Majula, könnt man nochmal mit Kale reden. Und wir könnten noch, was noch geschrieben wurde, alle Dracheneier mal zerstören. Im Drachenhorst. Erstmal reden wir kurz mit ihr. Ich weiß nicht, ob wir aufsteigen können. Ja, können wir. Sehr gut. Dann bitte einmal Wille. Danke. Und wir reden nochmal mit Kale. Vielleicht gibt er uns mittlerweile was, aber ich glaube... nee, wir reden noch nicht mit Kale. Der gibt uns jetzt bestimmt noch nichts. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich weiß, ab welchem Moment er uns was gibt. Und dann gehen wir zum Drachenhorst und zerstören mal alle Dracheneier, die wir finden. Und schauen mal, was war... also ob da irgendwas passiert oder ob wir noch irgendwas finden. Wir gehen erstmal... ja, ich glaube, da hinten sind keine. Falls da hinten welche sind, schreibt's, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die Dracheneier sind generell nur an den Brutstätten der Drachen, beziehungsweise an den Stellen, wo die Drachen auftauchen. Beziehungsweise wo die sitzen. Anfangs. Weil in den Bär... gut, das wollte ich jetzt nicht. Aber okay. Beziehungsweise an den Stellen, wo sie halt anfangs auch sitzen. Ich schau trotzdem mal kurz hier hoch. Ach ja, hier hoch müssen wir ja auch. Da vorne geht es ja nicht weiter. Mal schauen. So,
Aber erstmal war hier er. Gut. Dann waren hier keine Dracheneier. Nein, das machst du nicht. Hier sind keine Dracheneier. Aber hier sind drei. Einmal schön durchrollen. Und dann schauen wir mal oben. Müssten ja jetzt rein theoretisch auch alle Echsen hier weg haben. Sieht gut aus, ja. Und da gibt es noch ein paar Dracheneier. So, irgendwelche, ja. Ich sag doch, irgendwelche müssen doch jetzt angerannt kommen. Der da hinten auch, sag ich doch. Ja, das war ein super Beispiel, wie man so nicht machen sollte. Zu früh angreifen. Unser dritter Drachenring ist kaputt, dann nehmen wir mal eben den zweiten rein. Der geht auch übrigens sehr, sehr schnell kaputt. Der dritte Drachenring, also der hat wenig Haltbarkeit. Aber generell die Drachenringe. So, hier sind noch drei Eier. Und da drüben sind scheinbar keine mehr. Ich schaue trotzdem mal. Aber es sieht mir nicht danach aus. Nö. Nö, war es nicht. Dann könnten wir theoretisch hier rüber gehen. Ich komme ja auch zum zweiten Drachen. Mal ein bisschen langsamer laufen. So. Dunkles Harz haben wir nochmal bekommen. Sehr schön. Und ach komm, die mache ich so. Einmal dunkles Harz. Wobei ich gerade... Nee, wisst ihr was? Ich gehe nochmal eben zurück. Ich schaue mir mal den Durchgang drüben noch an. Denn da könnten auch noch Dracheneier sein. Also, dass man hier rauskommt. Ich muss nur gerade überlegen, wo das genau her war. Also, man muss auf jeden Fall hier unten da durch. Und dann mal schauen. Also hier im Gebiet kenne ich mich immer noch nicht super aus. Ich räume mich jetzt einfach mal hier runter. Tada! Sind wir unten? Ja, hier kenne ich mich noch nicht super aus mit den Wegen, weil die halt echt... ja, verwirrend sind. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass ich eine Stelle vergesse. Oder eine Stelle gar nicht ablaufe. Weil ich sie entweder noch... ja, was heißt nicht kennen? Kennen werde ich sie wahrscheinlich, aber... jo, nicht mehr im Kopf hatte. Okay, der Weg war umsonst. Aber macht nichts. Sondern... ja, denn wir sind... nicht sondern, denn wir sind so auf der sicheren Seite, dass es definitiv nichts mehr gab an der Stelle. Nee. Und da ist noch der zweite Drachenring weg. Da dürfen wir gleich erstmal wieder eine Runde reparieren gehen. Der hat sich die Luft aufgelöst selber. Und da ist schon wieder zu früh. Oh, das ist ja aber auch eine... ja. Oder ich stelle mich gerade auch an ein bisschen. Ich höre hier, glaube ich... habe hier, glaube ich, gerade noch eine Echse gehört. Ja, da ist definitiv noch eine Echse. Weiß ich gar nicht, ob was jetzt... habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Danke. Hier waren keine mehr. Mal schauen, wo ist die Echse? Da hinten hängt sie. Gut, dann komm mal her, meine kleine Gäule. Jetzt hat sie uns gesehen. Na komm. Nein, nicht in den Abgrund, nicht in den Abgrund. Ja, danke. Du mich auch. Scheiß Echse. Gut, räumen wir hier mal durch die Eier noch durch. Gut. Unten waren, glaube ich, keiner. Können wir aber auch gleich schauen noch. Ich gehe erstmal hier rein.
Der hat sich selber hochgejagt. Ist in Ordnung. Mal eben von hier schauen, ob es noch eine Echse gibt. Scheint mir nicht. So, nee. Da haben wir wirklich noch die eine Echse. So, du explodierst nicht. Ja, okay. Das war ein kleiner Fail. Ich hätte springen müssen. So, er hat was droppen lassen. Wieder dunkles Harz. Sehr schön. Ich trinke mal einen Schluck. Ich weiß ja nicht, was kommt. Nicht, dass hier irgendwie auf einmal wieder ein Drache kommt. Nee. Oder? Nee, hier kommt gerade keiner. Hier unten dürfte ja keine sein. Eigentlich. Nee, da sind keine. Und auf dem Weg hier hoch glaube ich auch nicht. Nee. Da sind auch keine. Und schauen wir mal, wo könnten noch welche sein. Ich glaube, das war's aber soweit. Drüben wüsste ich nicht, dass hier noch welche sind. Nee, ist noch der Penner. Boah, das war knapp. Hier auch nicht. Nee, nee. Nö, hier sind keine mehr. Okay, würde ich sagen. Sagt Tschüss erstmal zum Drachenschein. Wenn noch irgendwie was passiert wäre oder ich irgendwo welche vergessen habe, schreibt's bitte halt, wie gesagt, in die Kommentare. Aber soweit habe ich das jetzt fertig. Und wir könnten nach Majula gehen zum Reparieren. Damit wir wieder voll ausgestattet sind. Und ich schaue mal auf die Uhr. Ja, das kommt relativ gut hin. Dann wird die Folge vielleicht etwas kürzer, aber ich glaube nicht. Weil scheinbar müssen wir eh noch ein paar Seelen holen. Reparieren. Ja, obwohl, könnte klappen. Sieht nämlich ziemlich gut aus. Ja, doch, reicht locker. Hätte ich auch den zuerst reparieren können. Ah, mir fällt gerade ein, wir haben noch... Oder? Hatten wir es vor kurzem gemacht? Ja, doch, wir hatten es vor kurzem gemacht, aber wir hätten noch... zwei versteinerte Etwas. Die könnte ich mal eben noch abgeben. Das mache ich auch mal. Ich nutze mal eben... Ne, ich nutze kein Menschenbild. Ich weiß ja, wo wir nachher wieder hin müssen. Da wäre es, glaube ich, eher Verschwendung. Okay. Ja, zwei versteinerte Etwas. Ich weiß nicht, ob wir groß was rauskriegen, aber... Oh, mal schauen. Und einmal, ja, nee, nicht einmal hier von links rein, sondern hier die Leiter hoch. Wie gehabt. Ja, die nächste Folge werde ich auch direkt hinterher aufnehmen. Jetzt schon mal, weiß ich, warum ich es jetzt mal zwischendurch mal sage und man nicht sage. Aber jetzt gerade, so, ich werde die nächste Folge auf jeden Fall direkt im Anschluss aufnehmen, also werden in der nächsten Folge noch nicht auf die Kommentare eingehen können. Titanitscholle und ein fossiler Drachenknochen. Okay. Aber, naja. Ich habe gerade überlegt, ob wir beim Bosswaffen mal vorbeischauen, aber nee. Da will ich auf jeden Fall erstmal wirklich alle besiegt haben. Und dann schaue ich nach. Also zumindest alle vom Hauptspiel, vom DLC, die schauen wir nachher. Ich weiß gar nicht, ob es da neue gibt. Könnt ihr auch mal schreiben. Ob es von den DLC-Bossen, von den Seelen neue Bosswaffen gibt. Aber ich glaube schon. Also ich vermute es mal. Ich habe früher gar nicht so drauf geachtet. Okay. Ja, ein paar Sekunden haben wir jetzt noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ja gut, ich mache schon mal den ersten Gegner wieder. Und zwar ihn hier. Nein, ich nicht. Ich verlängere die Folge mal ganz spontan noch. Um ein bisschen, ja, um etwas Zeit und gehen nochmal schnell einkaufen. In der Festung bei McDoof und bei Gavlan, nämlich neue Pfeile. Da haben wir, ja, was heißt nicht mehr so viel, aber wir haben
ein bisschen weniger, als mir gerade lieb ist. Und da wir eh noch ein paar Minuten Zeit hatten, oder ja, was heißt ein paar Minuten, ein paar Sekunden eigentlich nur, kaufe ich mal ein paar. Nutze dafür natürlich hier ein paar Seelen. Jetzt hier mal drei. Hier mal eine. So, hier die Kleinen mal ein paar wegkriegen. Und 15 haben wir davon. Nutze ich mal 13. Okay, war jetzt noch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Was wir rausbekommen. Wir kaufen... Wie viel könnten wir kaufen? 448. Ne, ich kaufe mal 255. Da müssten wir ja, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, auf 500 kommen. Genau. Und den Rest gebe ich dann mal bei Giftpfeilen aus. Das war Türen des Pharaos. Genau. Da. Und ich darf es nicht vergessen. Genau, ich darf es nicht vergessen, dass wir dann auch noch was zu erledigen haben. Das darf ich echt nicht vergessen. So. Schnappen wir uns erstmal ihn hier wieder. Ja, bei ihm rolle ich meistens zu früh. Weil ich mal denke, er schlägt schon etwas früher zu, aber macht er nicht. So. Ein Gürbengroßschild wieder. Ah, wir könnten bei Gafflern, ja, mache ich auch noch, eben schnell noch das Inventar wieder ein bisschen leeren. Nachschauen, ob wir irgendwo von... Ey. Irgendwo von wieder drei Sachen haben. Beziehungsweise bei Rüstung 2. Und Gafflern, hallo. Gegenstand kaufen, ja, schon mal eben 129. Ja, bei 507, das passt ja eigentlich schon ganz gut. Und wir verkaufen nochmal. Pariert euch ja mal drei. Alles klar, weg damit. Dann Langschwert. Dann war einmal Langschwert Feuer und zweimal normalen. Dann lasse ich es mal. Breitschwert. Dann haben wir 4. Eins mit Gift. Dann lasse ich es auch. Bei Waffen, wie gesagt, da behalte ich eigentlich immer 2. Damit ich sie dual nehmen kann. Dreizacks Kanalisierers. Den. Ja, brauche ich nicht dreimal. Wurde auch geschrieben, ist auch aus ein Relikt aus Dark Souls 1. Den hat man wohl irgendwie relativ selten beim Kanalisierer bekommen. Und der Dämonengroßhammer... War es Dämonengroßhammer? Ich hoffe. Großschild des Rebellen und des bösen Auges. Okay. Effekt TP-Absorbierung, okay. Der war das, des bösen Auges. Da werden wir den vielleicht auch nehmen anstatt Havels. Naja, mal schauen. Und, ne, der hat nur 90. Und der Dämonengroßhammer... War auch was, wenn man irgendwie am Anfang die Bomben ausgewählt hat als Geschenk und damit den ersten Boss besiegt hat. Dann hat man das wohl bekommen. Den Dämonengroßhammer. Ja, Häftlingshandschuhe haben wir ein paar. Und ansonsten dürfte das fast gewesen sein. Bauernkleidung. Weg mit dir. Syrans Helm, weg mit dir. Und Falknerstiefel können auch einmal weg. Und, na? Ja, das war's. Ah ne, Ringe. Ja gut, den zweiten Drachenring behalte ich ausnahmsweise gegenüber sonst, wo ich sage, die verbesserten Ringe verkaufe ich, wenn ich die verbesserten Ringe habe, verkaufe ich die schlechteren. Beim zweiten Drachenring und dritten Drachenring lasse ich's, denn den kann ich gut als Ersatz nehmen, wenn der eine mal kaputt ist. Was durchaus mal vorkommen kann. Und Ring des bösen Auges plus 1 haben wir auch zweimal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte, dass man Ringe gar nicht mehrfach anlegen kann. Haben wir hier noch blaue, rote Steinchen? Roten haben wir, ja. Zwei Stück, nochmal 1000 Seelen, okay. Und ja, das passt. Ach nee, ich kaufe für den Rest, kaufe ich nochmal 104 Giftpfeile. Und dann passt das, haben wir wieder massig. 500 Eisen und 611 Gift sollte erstmal reichen. Und ich reise zurück und sag Tschüss für diese Folge. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.